So. Einen wunderbaren, wunderschönen, spontanen guten Morgen. Höre ich mich gerade selber und das ist ja zwar sehr leise, aber es muss ja nicht sein. So, ich muss noch schnell was machen hier. Genau. So. Ich hoffe, der Ton ist soweit in Ordnung. Wir machen heute ein wenig Pinselfrühsport bis maximal kurz vor 9. Es sei denn, die Frau kommt eher wieder heim, dann wird das hier wieder eine Blitzabmeldung. Und wir fangen an. Einem momentanen Fokusprojekt von mir, bis zwei Einheiten fertig sind, nämlich die House Stark Speerträger und Bogenschützen. Muss ich das Base noch ein bisschen machen. Bei drei Stück muss ich nur das Base machen, die Jungs drauf Base setzen und das Base dann fertig machen. Das ist jetzt der letzte Schritt hier gerade, noch ein bisschen mit Ushabti Bone drüber. Bis ich die Jungs dann um als nächstes setze ich die Jungs aufs Base und dann kommt der Base-Rand noch mal ein bisschen was. Und dann das Base selber. Ich habe da ein bisschen Tuft und ich habe da Schnee. Und nein, ich bin damit noch nicht hundertprozentig zufrieden. Während hier wieder irgendwas unglaublich. Das ist der Antivirus. Der hier gerade ein bisschen Ressourcen zieht. Ja, macht aber nichts. Macht aber nichts, sollte so gehen. Ich guck noch mal groß. Guten Tag für Commander Groot. Guten Morgen, Balduin. Schön, dass du dich hier zum Frühsport einfindest. Ich muss ja sagen, du hast mich gestern. Zu viel Farbe auf dem Pinsel. Gestern ein bisschen überrascht mit deiner Anfrage. Und ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mich spontan jetzt heute hier zum Pinseln hinsetze oder vor der Arbeit schnell noch ein, zwei Absätze schreibe. Ich habe mich dann dazu entschieden, ich hoffe, man hört mich, nicht zu leise bin. Ich habe mich dann dazu entschieden, mich erstmal zum Pinsel hinzusetzen, weil ich noch nicht ganz so kreativ im Kopf bin. Dem Schreiben verlagere ich auf Mittagspause nach der Arbeit. Nee, Stress mache ich mir nicht, aber so bei dem Stand, wo ich gerade bin, so ist das halt so offen, so richtig offen, offen, also nicht schön offen. Und das mag ich nicht so. Kruzifix hier ist er. Für das, was ich vorhabe, dann muss es dieser Pinsel sein. Und ja, wie gesagt, ich habe ja noch ein Stativ und alles mir für die Kamera jetzt auch besorgt für die neue. Das könnte ich auch noch aufbauen, nur dass es
bei so einer Spontanaktion kurz vor der Arbeit nicht ganz so angebracht. Und die Farbe saut, das macht nichts. Solange sie gut verteilt, ist das okay. Du gehst doch bestimmt wieder um 10 auf Sendung, oder? Schön, das ist ja auch in die. Deswegen, nicht nur deswegen, auch weil es ein bisschen klumpig ist, aber deswegen mache ich es halt noch ein bisschen nass. Die Farbe, das ist schön in die Rillen des wattierten Waffenrocks rein geht. So. Was habe ich heute so geistig auf dem Schirm? Genau, ihr wisst ja, ich bin ja auch gerade dran. Oh, jetzt viel zu viel Wasser und so wenig Farbe. Ich bin ja komme ich gleich zu. Ich bin ja hier gerade an Game of Thrones wieder dran am Malen. An den Starks, und ich habe ja, glaube gestern oder vorgestern schon mal gesagt, dass mir die letzten beiden Staffeln so ein bisschen die Lust an Game of Thrones versaut haben. Ja, das heißt nicht, dass die nicht irgendwann wieder in dieselbe Begeisterung wieder zurückkommt. Deswegen würde ich das Projekt niemals von mir aus zumachen. Aber es hat doch sehr gelitten. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr leidet die Lust immer noch. Genau, jetzt ist es halt so, ich möchte halt trotzdem erstmal hier, ich habe ja so vieles Haus Stark-Modelle mir besorgt. Also Modelle, die ich dafür nehme. Und die will ich natürlich auch nach und nach fertig machen. Gerade ein bisschen mit Druck. Zwei Trupps. Dass ich auf die mindestens 24 Punkte im Jahr für das Projekt komme. Ja, da bin ich. Ich glaube, zusammenbauen muss ich noch drei Bogenschützen und grundieren, aber der Rest ist dann soweit hier auf dem Maltisch versammelt, in den diversen Stadien der Bemalung und bereit dann aufgestellt zu werden. Genau, bei dem Stück für Stück. Ich habe ja auch gesagt, dass ich für die andere Fraktion bestimmt auch mal wieder was machen werde. Das glaube ich auch und ich denke, das werde ich auch. Also so ist es nicht. Ich denke auch, wenn ich mit den Starks irgendwann durch bin, werde ich die wahrscheinlich erweitern wollen, auf kurz oder lang. Tendenz ist gerade eher lang. Und ketzerisch könnte man jetzt fragen, ja, dann hast du ja wieder ein Projekt weniger oder kommt da was Neues? Und natürlich soll auch was Neues kommen. Man hat ja nie genug Projekte am Laufen. So. Tatsächlich habe ich so einige Sachen im Kopf. Also ich habe ja gesagt, Oathmark fange ich noch mit an. Dann in der Shannara-Welt wahrscheinlich siedle ich die an. Aber ich habe ja irgendwann auch mal erzählt, dass ich ein größerer, kein riesengroßer, aber schon ein großer Fan vom Rad der Zeit bin. Und ich wollte eigentlich immer schon mal was machen für das Rad der Zeit. Und jetzt drehen sie ja in der ersten Staffel und ich hoffe, sie versauen es nicht. Das ist meine größte Angst bei allen Serien, von denen ich weiß, dass zurzeit was gemacht wird oder wo neue Staffeln gedreht wird. Ist Rat der Zeit, dass sie das nicht so versauen wie Shannara, weil das war katastrophal. Und ja, da fällt mir übrigens an, ich wollte noch schnell drei Basen hier rausholen. Die habe ich vielleicht vergessen zu grundieren für die Hopliten. Und ja, ich denke mal, ich werde da irgendwann mal was fürs Rad der Zeit machen. Kleine Armee.
Als erstes springt mir natürlich so ein bisschen Perry ins Auge, ein 28 mm. System, keine Ahnung. Eigentlich ist das Rad der Zeit sehr massenschlachttauglich. Von den ganzen Hintergründen, was ich noch so im Kopf habe. Ich höre gerade das erste Hörbuch wieder ein bisschen nebenher. Das ist ein sehr massenschlachttaugliches System. Also was da der Robert Jordan an Armeegrößen Hunderttausende in die Waagschalen wirft. Problematisch dürften generell einige Völker als Modelle sein. Also die Trollocs und so wird schwierig. Aber die Menschen führen ja auch untereinander viel Krieg. Also von daher kann ich mir da was vorstellen zu machen. Ich tendiere aber dann nicht zu 28 mm, sondern zum kleineren Maßstab. 28 mm wäre dann wieder so kleine Saga-Truppe wahrscheinlich. Irgendwie muss ich jetzt einen Pinsel finden, der passt. Der ist doch ganz gut. Hier ein bisschen die Haut schattieren. Knicken. Irgendwie. Ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema in meinem Hinterköpfchen. Wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr werden, darum gebe ich mir keine Illusionen hin. Aber dass man es mal gesagt hat, dass man es mal gehört hat. Denn ich habe dieses Jahr erstmal noch ein paar andere Sachen hier am Stiefel. Game of Thrones. An meiner Saga DSA-Truppe will ich definitiv weitermachen. Ja. Für Frostgrave muss ich dieses Jahr, habe ich mir noch einiges vorgenommen gehabt dieses Jahr, da muss ich mich langsam mal dran machen, und zwar für beides, für das normale wie auch fürs Ghost Archipelago. Wo ich bei letzterem schon fast die Hälfte geschafft habe von dem, was ich schaffen wollte. Bei dem klassischen noch nichts. Ich habe noch ein bisschen was für einen amerikanischen Bürgerkrieg zu tun. Einen Unabhängigkeitskrieg wollte ich an. Meine Warhammer Zwerge wollte ich mal wieder ein bisschen weitermachen für Saga. Da hängt es halt auch gerade irgendwie an der Lust. Obwohl, ich habe Lust, wenn ich die Modelle nicht sehe. In dem Moment, wo ich die Modelle sehe, habe ich keine Lust mehr. Aber da werde ich mich auch mal demnächst zu 4 weitere Musketenschützen erstmal prügeln. Dann habe ich den ersten Kriegertrupp zumindest fertig. Vielleicht schiebe ich mal wieder ein paar Chaos-Barbaren ein. Oder doch schon die ersten Imperiumsmodelle. Mal gucken. Ich merke halt, ich bin schon, was das angeht, ein Chaot. Brauche aber trotzdem Struktur. Und wenn ich die nicht habe, dann bin ich oft so ein bisschen verloren, wenn ich ganz ehrlich bin. Und mal schauen. Victory at Sea kommt auch noch. Aber das Jahr ist ja noch lang, Gott sei Dank. Obwohl wir wieder festgestellt haben, dass die Zeit teilweise wirklich rast. Also, wenn ihr Kinder habt, dann rast die Zeit irgendwie doch dahin. Und wie gesagt, die Kleine ist jetzt schon in der Kita. Immer noch Eingewöhnung. Ich meine, schon hier was machen muss, schon mal. Und doch, die Zeit rast einfach. Also es ist schon ein bisschen brutal. Ja, im Endeffekt ist bald schon wieder Weihnachten. Ich muss mir wieder Gedanken um Geschenke machen. Apropos, mein Neffe hat nächsten Monat Geburtstag, da habe ich auch noch keine Idee. Da ist das Problem, die reden immer, sie wollen eigentlich auch mit Figuren anmalen beginnen. Aber wenn du dann konkret fragst, ja, brauchst du was? Ich hätte mal an so ein kleines Starter-Set gedacht. Zwei, drei Pinsel, zwei, drei Farben und so zwei, drei relativ einfachere Modelle. Ich hatte da vielleicht so eine Art Rittermodelle im Kopf. Da ist nicht viel erstmal zu machen, so zum Üben, zum Lernen. Da kann man halt dann Trockenbürsten schon gleich ein bisschen üben. Aber wenn man dann konkret wird und fragt, dann heißt es, nee, kannst du mir kein Computerspiel kaufen.
Und wie gesagt, mein Bruder, der hat damals sich von mir mit Warhammer anstecken lassen, hat haufenweise alte Zwerge und auch alte Waldelfen. Ich weiß nicht, sechste, fünfte Edition, glaube ich. Die haben wir damals noch bei der Mail Order bestellt. Wie gesagt, per Brief, per Fax, ich weiß das gar nicht mehr. Servus. Die haben wir damals bei der Mail Order bestellt und der hat die dann noch rumliegen. Ich meine, das ist eine fünfte Edition Waldelfen. Ja, das macht ja nichts, Baldur. Das ist ja. Ich führe nicht Buch, wer hier kommt und geht. Oft kriege ich das auch gar nicht mit. Oft habe ich auch irgendwie Zuschauer, wo ich überhaupt nicht weiß. Bei manchen weiß man auch nicht, ist es jetzt ein Bot oder ist es jemand? Aber es ist ja vollkommen okay. Wie gesagt, das ist, da muss ich mal gucken, was ich meinem Neffen denn dann da mal irgendwie zum Geburtstag schenke. Er spielt halt ein bisschen X-Wing. Das finde ich ganz gut, dass er das zumindest tut und nicht nur vom Rechner hockt. Ich kann natürlich auch die Faszination von Computerspielen verstehen. Aber ich finde es immer ein bisschen schade, wenn einer zu mir kommt und sagt, oh, du malst, ich will auch malen, ich will das unbedingt. Und man dann sagt, ja komm, hier, das ist aber Geburtstag. Und mein Vater, mein Bruder und meine Schwägerin, die haben ja eine Zeit lang mal was gemacht. Eher mein Bruder als meine Schwägerin. Die haben halt auch Modelle da. Und dann sagt mein Bruder aber gleich, oh, da kann er doch gleich hier Waldelfen anmalen. Und dann sage ich dann eigentlich von meiner Seite aus, ich finde die Waldelfenmodelle nicht so Anfänger geeignet. Die sind schon ein bisschen. Wir haben schon ein bisschen mehr. Ich war damals, obwohl ich eigentlich damit gar nicht erst anfangen wollte, ganz froh, dass ich die Hochelfen hatte, weil ich finde, die sind dann schon mit viel Rüstung. Sind die dann schon eher was für einen Anfänger? Und deswegen hätte ich eigentlich meinem Neffen gesagt, komm, ich habe eben bestimmt noch ein paar alte, was ist das alte? Ich habe ja so ein paar Gussrahmen, noch Perrys über. Kriegt da jetzt mal zwei von. Gut, Farben liegen noch bei meinem Bruder, ob die noch taugen, weiß ich nicht. Grundierung hat er auf jeden Fall. Ja, genau, das finde ich halt auch. Ich finde Waldelfen, die neueren noch mehr als die älteren, aber ich finde auch, dass die Waldelfen jetzt keine Anfängermodelle erstmal sind, sondern da sollte man vielleicht erstmal wirklich an drei, vier, fünf andere Modellen ein bisschen geübt haben, wenn du mich fragst, Baldwin. Ist ja noch besser. So. Wenn wir aber schon bei den Hopliten sind, dann grundieren wir die Basen noch schnell. Dann haben wir das auch geschafft. Und der Große, der wollte immer die Zwerge von seiner Mutter bemalen, aber wenn du den dann fragst, das ist, da kommt dann auch irgendwie immer nur, ja, eigentlich schon, aber eigentlich weiß ich gar nicht. Eigentlich möchte ich, dass ich selber das Wort eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Deswegen. Haut mir auf die Finger, wenn ich eigentlich zu oft verwende. Das ist so eins dieser Wörter, die ich mir einfach abgewöhnen möchte. Die haben auf jeden Fall nochmal so, man wurde auch diese älteren Zwerge, die es damals waren, das 10 in so einer kleinen Plastikbox, alle dieselbe Pose, 8 oder 10. Bei den Hochelfen weiß ich, es waren 8, 4 Speerträger und 4, 4 Bogenschützen. Und auch ich habe diese Kombination in der Box damals echt gehasst, weil das ist so. Boah, da konntest du so gar nichts mit anfangen unterm Strich. Da brauchtest du Unmengen an Boxen. Ja, natürlich. Es wurde ja auch gekauft. Ist auch bald leer. Aber ja, und die, da haben sie jede Menge. Von meinem Bruder hat sich damals in England für sich und seine Frau. Der hat sich da so richtig eingedeckt. Der hatte noch diesen Katalog und da hat der seitenweise rausbestellt. Gerade die Waldelfen halt auch. Und die liegen jetzt bestimmt 15 Jahre auf dem Dachboden rum und es passiert nichts damit. Immer wenn ich ihn frage, was er damit macht, ja, ich will irgendwann nochmal malen. Oder die Kinder wollen, dann werde ich dann sagen, dann setze ich doch mal hin. Ja, keine Zeit. Die
Gründe sind dann eher keine Lust. Aber die Kinder hängen dann den ganzen Tag vorm Rechner und zocken. Habe ich auch gemacht. So ist das nicht. Ja, ich mag tatsächlich viel Balduin die neueren Modelle auch, die etwas jüngeren Editionen, aber das ist halt Geschmackssache. Ich gebe dir aber recht, die hatten zu der damaligen Zeit halt auch was. Und ich meine, er hat auch die. Ich weiß nicht, welche Edition. Fünfte, sechste oder vierte. Irgendwie in dem Rahmen bewegt er sich mit seinen Modellen. Irgendwie Skaul, den Falkner, falls dir der Name was sagt. Und sowas hat er. Das ist irgendwie die Edition gewesen. Also, ich habe mit der Edition angefangen. Da war ganz bei den Hochelfen noch die Jungferngarde mit der Immerkönigin. Und die wollte ich immer haben. Aber als ich endlich soweit war, sie mir kaufen zu wollen, haben sie sie dann aus dem, in der neuen Edition rausgeworfen. Und das hat mich dann ein wenig erbost in dem Moment, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich hab GW nie gehatet, aber es hat mich erbost, weil ich eigentlich. Da habe ich es wieder gesagt. Ich habe auch drei Modelle von der Jungferngarde. Eben kurz hier am Bein kratzen. Was ihr wieder denkt. Ich habe noch drei Editionen, drei Modelle von der Jungferngarde. Ich habe mir überlegt gehabt, bei eBay mir die nach und nach nachzukaufen. Aber das ist so ein hehrer Wunsch, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Ich warte da dann immer wieder doch nochmal auf ein Plastikset. So, gleich habe ich es. Auf ein Plastikset. Aber ich glaube, da warte ich vergebens. Plastikjungferngarde. Aber das hätte schon was. Zwar dann wieder für Kings of War, nicht für Warhammer Fantasy, aber. Das wäre so der letzte Schub, den ich noch bräuchte, um meine ganzen Hochelfenmodelle für Kings of War dann auch mal umzubasieren und fertig zu machen. Und ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall für mein alte Weltprojekt eine kleine Sagatruppe Hochelfen machen, aber ich habe noch so viele Modelle und wie gesagt, ich habe ja noch so viele alte Sachen hier, die ich früher bemalt habe, die wahrscheinlich einer gründlichen Überarbeitung erstmal bedürfen. Damals habe ich noch keine Washes gehabt. Und mein allererstes Modell, das erkenne ich da immer noch raus. Zum Spielen Kings of War? Oder meinst du generell? Ich habe Gelände von dir, ich habe keinen Tisch. Ich habe für diverse Sachen schon in der Nähe Leute, mit denen man sich mal treffen könnte. Wir haben uns schon mal mit so zwei, drei Leuten getroffen letztes Jahr in der Kneipe, um uns so ein bisschen zu beschnuppern. Aber mehr ist daraus, gut, liegt auch an Corona dann auch nicht geworden, leider Gottes. Ich hätte halt für Kings of War mindestens zwei Personen. Mit dem einen davon fange ich halt jetzt mit SPQR, das ist so ein historisches Kriegerbandenspiel an. Daher auch dir die netten Herren in Gold, die Hopliten, die ich male. Ja. Ich habe mich dafür die Athener entschieden, ja, den Römer, Imperiale, glaube ich. Natürlich mir mal kurz dir wird das angeguckt. Es wird natürlich dann wieder so zwei ähnliche Armeen gegeneinander, Hopliten in starrer, also musst du nicht, kannst du in starre Phalanx packen. Römer kennen wir ja, wie die kämpfen. Ja. Gibt aber halt auch andere Völker. Generell gibt es hier schon ein paar Leute um mich rum. Ich wohne halt auch so ein bisschen auf dem Berg. Ich muss halt auch immer ein Stück dann fahren. Je nachdem, wann man sich trifft, geht mir mit Brettspielen übrigens genauso. Je nachdem, wann man sich dann trifft, stört das nicht. Meine Brettspielrunde trifft sich halt immer freitags und dann geht es frühestens gegen 9 Uhr abends los und bei 40 Minuten hin, 40 Minuten zurück, muss ich sagen, ich bin jetzt ja auch in einem Alter, wo ich es beim Autofahren manchmal schon merke, das Alter mit den Augen, gerade wenn es dann nass ist und dunkel, das mache ich einfach dann nicht mehr so gerne und nicht mehr so oft und bei uns sind die Nächte momentan immer noch recht unbeständig mit der Kleinen.
Da überlegst du dir halt auch zweimal, ob du dann Freitagabends das noch machst und dann den ganzen Samstag nur in der Ecke hängst und im Endeffekt Kopfschmerztabletten fressen musst, damit dir nicht die ganze Wohnung hier vor Müdigkeit und Frust irgendwann zusammenbrüllst. Und das ist es mir dann auch irgendwie nicht wert, unterm Strich. Also, ich habe in den letzten 10 Jahren, wenn es hochkommt, viermal oder fünfmal irgendwas gespielt, das war meistens Saga. Das kann ich dir sagen. Ich würde gern mehr spielen. Gern viel mehr spielen. Gerade eine Tür, ich muss mal kurz gucken. Das ist nicht die Frau. Ich würde gern mehr spielen, aber es ergab sich halt in Ravensburg nie. In Ravensburg, wo ich gewohnt habe, da gab es halt Warhammer 40k. Das habe ich ja nun schon mehrfach dargelegt, dass das absolut nicht meins ist. Und da bin ich auch nicht gewillt, irgendwas nochmal nur um spielen zu können anzufangen. Dann male ich mir wieder mal eine Marine, einfach aus Jux und Dollerei, weil ich die Modelle cool finde. Und halt Infinity, da habe ich mich dann überreden lassen, mir eine kleine Truppe, so eine Starterbox zu kaufen. Ich finde die Modelle auch ganz cool. Ja, also Brille trage ich ja seit ich 14 bin. Das ist, aber ich, ja, genau, das ist halt, man merkt es halt langsam, das Alter. Und das ist, klar, ist das manchmal ein bisschen nervig. Ich merke es vor allen Dingen, wenn ich jetzt so, hatte Montag eine Schulung, musste abends noch 3 Stunden nach Hause fahren. Und da war ich wirklich dermaßen platt und ich war dann auch am Dienstag beim Mittagspausen-Stream, den ich gemacht habe, da habe ich nach einer Viertelstunde auch abgebrochen, weil ich halt auch noch Kopfschmerzen kriegte. Gut, war auch hier diese Luftveränderung. Bin eh ein bisschen wetterfühlig, seit ich mir beim Baseball die Nase angebrochen habe vor zig Jahren auf dem Ostermontag. Aber da ging gar nichts mehr. Der Kopf ging zu. Ich bin Dienstagabend, ich lag nur noch auf der Couch, trotz Kopfschmerztablette, Brummschädel gehabt und ich steck so gewisse Sachen einfach nicht mehr so leicht weg und dann überlegt man sich das zweimal. Aber ja, so eine richtig schöne, regelmäßige, das heißt regelmäßig einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate wird mir ja schon reichen zum Spielen. Ja, das wäre, für mich ist das Hobby tatsächlich mehr malen und Geschichten schreiben, wenn es passt, und erzählen. Ja, das ist für mich eher so das Hobby. Und ich spiele auch gern thematisch. Ich habe auch kein Problem. Wir haben irgendwann mal Warhammer gespielt. Da war ich dann auch total unterlegen. War vom Szenario, was wir uns ausgedacht haben, auch so angedacht. Es hat trotzdem tierisch Spaß gemacht, wenn jeder so seine eigenen Missionsziele dann vielleicht noch hat, die vielleicht auch geheim sind. Ja, oder es gibt halt ein offenes und ein, zwei geheime Missionsziele noch, die jeder erfüllen muss, dann hat das Ganze gleich wieder so ein bisschen mehr Würze. Und das mag ich dann halt. Dieses halbwegs, ich nenne es mal Platte, obwohl ich es jetzt gar nicht so böse meine. Platte, ja, ich stehe auf der Seite, du stehst auf der Seite und jetzt hauen wir uns die Rübe zu. Das mache ich mal, aber ich spiele dann schon lieber, habe ich für mich festgestellt, so mit Missionszielen und Missionen und mach halt das. Moin, Mike. Ja, wie gesagt, ganz so lange bin ich heute noch nicht da, bis kurz vor 9 ungefähr, es sei denn, die Frau kommt eher. Dann höre ich ihr auf. Die Chancen stehen aber gut, dass sie nicht eher kommt. Weil gegen 9 muss ich dann ran. Ich habe noch knapp 2 Wochen zu arbeiten. Dann geht es erstmal einen Monat nochmal in Elternzeit. Da werde ich dann leider auch nicht so viel Zeit fürs Hobby haben. Weil just wenn ich in Elternzeit gehe, mich auch die Kita für 3 Wochen zumacht. Meine Frau muss dann nochmal 6 Tage arbeiten, bevor sie dann in Sommerferien geht. Und ich habe dann die Kinder vermehrt natürlich. Sie muss dann das neue Schuljahr auch vorbereiten. Und gut. Wir wollen noch ein bisschen was machen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass es nicht zu heiß ist, nicht zu regnerisch, dass wir ein bisschen rauskommen, ein bisschen Geocachen machen können, ein paar Tagestouren vielleicht machen können mit dem Großen macht das nämlich wirklich Spaß. Meiner Frau mir sowieso. Wegfahren, Urlaub tun wir nicht. Waren schon die letzten Jahre nicht mehr weg.
Dieses Jahr werden wir sowieso nicht gefahren. Und wir haben jetzt auch festgestellt, dadurch, dass wir hier Leute getroffen haben, wir wohnen jetzt erst seit knapp 2 Jahren hier in der Gegend. Es gibt so viel, was wir uns hier noch nicht angeguckt haben. Ein paar Burgruinen und ähnliches zum Beispiel. Ja, das ist ein Abenteuer. Ich kann dir auch sagen, manchmal kein schönes. Also sind die Nächte, gerade mit dem Baby, die ich unglaublich anstrengend finde. Und auch generell es unglaublich anstrengend finde, solange die nicht sprechen können, richtig sprechen können, weil die dir einfach nicht sagen können, was sie haben. Und für mich ist das, also für mich persönlich ist das ganz schlimm, wenn du jemanden hast, der da schreit und schreit und schreit und du willst helfen, aber du weißt nicht wie und du kannst dann auch nicht helfen. Ja, das ist, wenn ich jemandem dann nicht helfen kann, dem schlecht geht, da geht es mir in der Regel richtig schlecht. Also es geht mir dann schlechter als den Personen. Warum? Wirst du bald Papa, Mike? Bin mal gespannt. Also, pass auf, ich will dir keine Angst machen. Was ich dir sagen kann, und das meine ich aus ganzem Herzen, es ändert fast alles. Ja, das muss dir einfach bewusst sein. Ich merke das massiv jetzt, seitdem die zweite, dass unsere Tochter da ist. Da merke ich es, beim Großen habe ich es gar nicht mal so gemerkt. Beim Zweiten wird das dann nochmal ein ganzer Schritt extremer. Es ändert fast alles. Und jetzt kommt das Wort, was ich auch nicht so oft sagen möchte, aber in diesem Fall tue ich es. Aber es macht es nicht schlechter in der Regel. Also ich kann jetzt nicht sagen, anders. Ich oute mich mal ein bisschen. Ich habe lange, lange Zeit für die Asmodee GmbH gearbeitet. Ich komme auf fast 9 Dienstjahre. Das schafft in dem Laden keiner, immer noch nicht. Und man hatte gute und man hatte schlechte Zeiten. Okay. Als es so richtig mies wurde, stand ich kurz vor einem Burnout. Da war nicht mehr mit mir, da war nicht mehr viel mit mir. Ja, dann such dir beim Guten aus, nicht die Asmodee. Da war nicht mehr viel mit mir zu machen. Ich lag morgens im Bett, konnte mich nicht aufrappeln. Und auch so, es gab viel Frust bei der Arbeit. Ich möchte da auch jetzt nicht öffentlich ins Detail gehen, aber es gibt so ein paar Personen, die dort sind und waren, die halt das Personal nicht wertschätzen konnten und auch nicht können. Und da hat mir der Junior als Baby echt den Arsch gerettet. Weil, wenn es mir dann richtig schlecht an so einem Tag ging, dann bin ich zur Wiege marschiert, habe reingeschaut. Naja, aber gibt ja in Deutschland, in Süddeutschland ein paar, ne? Und habe das Gesicht ins Gesicht geschaut und das Lächeln gesehen und dann ging es mir wieder gut. Also, und nochmal, Kinder geben dir sehr, sehr viel zurück. Ja, und das sagt jemand, der von sich immer behauptet hat, er kann nicht gut mit kleinen Kindern. Es ist nicht meine Kernkompetenz, kleine Kinder. Also, nur als Papa ist das nochmal ein ganz anderer Schnack. Und wenn ich jetzt sage, ich kann es jedem nur empfehlen, klingt das wieder so ein bisschen blöd, aber. Oh, ich habe mich gebürstet. Gut. Nochmal, du musst dir einfach bewusst sein, kriegst du Kinder, ändert sich vieles. Da muss man halt umziehen. Ich bin damals auch von Paderborn nach Konstanz gezogen. Das war eine 6-Stunden-Fahrt. Wenn du Kinder hast, ändert sich halt vieles. Zeit fürs Hobby wird definitiv weniger. Wenn du es geschickt machst, generierst du später aber auch wieder mehr Zeit fürs Hobby. Die habe ich doch schon gebürstet, habe ich gesagt, oder? Warum will ich die dann wieder bürsten?
Der Große jetzt mit 4 fängt jetzt halt schon an, hat mal angefangen zu malen. Es ist kein Kunstwerk, aber für 4 Jahre. Er ist noch nicht fertig. Ja. Kann man schon was mitmachen, denke ich. Wir bauen zusammen an einer kleinen zerstörten Burgmauer. Da liegt es ein bisschen dran, dass ich einfach noch mit Gips arbeite und noch nicht mit Styrodur, was ja demnächst kommen soll. Deswegen dauert das einfach länger. Ich hatte auch keine Strukturfarben jetzt, weil ich jetzt nicht mit den GW-Farben anfangen wollte, ganze Mauerteile zu bemalen. Ja, der hat auch Lust. Also er hat immer wieder Lust. Und mit Dinos kriege ich ihn zurzeit sowieso. Er hat immer wieder Lust und macht da bestimmt immer wieder weiter. Und wie gesagt, die Claymore-Saga soll er demnächst bei mir auf den Tisch wandern. Zum Bemalen, die kriegt er dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag, je nachdem. Hat im Februar Geburtstag, also ich tippe mal, es wird eher Geburtstag, wenn er 5 wird. Ich wollte mir die Regel nochmal angucken, weil da steht ab 10, aber ich denke, es ab 10 bezieht sich hier auf die Modelle und den Zusammenbau etc. Also nochmal, und auch gerade, weil ich ja viele Brettspiele spiele, das spielt er auch inzwischen sehr gerne und er ist jetzt 4, er spielt jetzt mit uns schon ein, zwei Spiele, die für 6- und 7-Jährige sind. Also das geht. Ja, wenn man da früh anfängt zu fördern, dann geht das schon. Und deswegen, also ich würde niemals sagen, Kinder, du kommst natürlich mit Kindern manchmal in so Situationen, also ich zumindest, wo du echt kurz davor bist und sagst, boah, ey, gleich ist soweit, gleich fliegt dir einer aus dem Fenster. Ja. Habe ich ein paar Mal gehabt. Ich glaube, beim Hannes einmal, bei der Lena zwei, dreimal. Aber bis jetzt. Jetzt kommt bei ihm gerade, beim Hannes gerade so eine Trotzphase auch. Unsere Tochter mit 11 Monaten kommt ganz nach ihrer Mutter. Die hat einen Dickschädel hoch 10. Ja, und wenn die beiden sich dann nachts aneinander reiben, im Endeffekt bin ich der Leidtragende, der dazwischen liegt, im Endeffekt. Oder in der Mitte liegt, oder nebendran liegt. Ich kriege es halt auch alles mit. Das ist einfach so. Ja. Aber nochmal, Kinder geben dir unglaublich viel zurück. Und das allein das ist es wert. Da gibt es so viele andere schöne Sachen. Ja, es ist einfach immer wieder interessant, wenn du siehst, wie dann die Kinder die Welt was entdecken und Dinge, die du für dich als normal und als gegeben hinnimmst. Dass sie völlig aus dem Häuschen sind. Wir haben hier bei uns in der Nähe halt abends immer ganz oft, dass hier mehrere Heißluftballons starten oder landen. Und dann hängen die beiden, inzwischen die Kleine auch, die kann ja stehen und fängt an zu laufen. Die hängen dann beide am Fenster. Wir haben so größere Panoramafenster, wohnen relativ weit oben bei schönem Wetter. Bei schönem, klarem Wetter können wir sogar die Alpen noch ganz weit entfernt sehen. Dann hängen die da und sind total fasziniert von den Heißluftballons. Ja, und das ist einfach auch schön. Deswegen mache ich dir keine Angst. Ich habe jetzt auch einen Kollegen, der wird jetzt auch diesen Monat noch Papa. Der meinte letztens auch, Mann, du machst mir aber jetzt auch nicht Mut. Ich sag, du, ich bin einfach nur realistisch. Ich sag, ja, wie es ist, du wirst viele wahrscheinlich, ich muss nicht sein. Also unsere Nachbarin unten zum Beispiel, die hat eine Kleine, die pennt fast den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ja. Hannes hat das gar nicht gemacht. Und jetzt die Kleine bei uns hat das am Anfang auch gemacht. Das kannten wir gar nicht vom Kind. Da waren wir, hatten wir echt Angst, dass sie irgendwas hätte. Inzwischen ist sie eher wie ihr Bruder. Schlafen ist nicht so ihr Ding. Ja. Und wo du halt mit klarkommen musst, und das tut, da tue ich mir halt sehr schwer mit, ist diese Angst, dass irgendwas passiert eventuell. Ja, also. Oder wenn du dich dann mit Leuten triffst auf dem Spielplatz, du bist immer mit einem Auge, scannst du die Umgebung, nicht wann kommt der Ork aus dem Busch gesprungen oder der Tiermensch, sondern wo sind die Kinder, was machen die gerade, passiert da gerade was? Vielleicht bin ich da auch überempfindlich und überängstlich, aber du wirst dich sehr verändern in gewissen Dingen. Auf der anderen Seite habe ich dann auch jemand gemerkt, es macht mich auch, hat mich auch gelassener gemacht, was viele Sachen angeht. Ja. Ich bin schon ein Mensch,
dem man das vielleicht unbedingt zutraut. Ich bin schon jemand, der so ein bisschen Rückhalt auch braucht und ein bisschen seine Anker braucht im Leben. Und wenn ich die nicht habe, dann fühle ich mich oft nicht wohl. Und gewisse Dinge prallen eher an dir ab, wenn du Kinder hast. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen kleben hier. Mit meinem Lieblingskleber, Sekundenkleber, auf das die Finger wieder zusammenbeppen. Denn wir bringen jetzt mal drei Stark-Sperrträger aus Base. Und nein, ich weiß, das ist kein Sekundenkleber. Das aber. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Base. Dann brauchen wir ein bisschen Leim. Denn tatsächlich setze ich die meisten Figuren erst aufs Base, wenn sie keinen eingebauten Boden haben. Wenn das Base halbwegs fertig ist. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal dich. Und das mache ich. Und das hält eigentlich auch bombenfest. Indem ich ein bisschen Leim nehme. Position aussuche. Figur einmal andrücke, auf den Leim abdrücken, ein wenig, Betonung liegt auf ein wenig, Sekundenkleber platziere, dann die Figur wieder draufsetze und dann warte. Und sie hält. Da. Klebt. Schild kommt nachher noch dran auf den Rücken. Gleiches Spiel. So. Wieder etwas Leim. Ich habe hier Steine blöd platziert. Ist egal. Machen wir das mal so. Komm, Klebe. Sekundenkleber. Und dann. Zack. So, ist die Klebefläche ein bisschen besser. Sitzt. Wackelt und hat Luft. Ja, passt jetzt noch ein. Nochmal Leim. Wieder. Dass ich grob wo es hin muss. Ich habe halt recht unebenen Sand im Sandkasten von meinem Sohn. Da sind viele kleine Steine drin. Also etwas raueres Gelände. Fertig. So. Gut. Der nächste Arbeitsgang trocknet noch, wie ich sehe. Das macht aber nichts, denn ich werde mich jetzt empfehlen. Gleich ist 9. Ich will noch schnell einen Kaffee trinken. Und die Spülmaschine anwerfen.
Dann schimpft meine Frau wieder mit mir. Was hast du den ganzen Morgen gemacht? Nix. Mit meinen Buddies gemalt sozusagen. War schön, dass ihr dabei wart. Ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe. Wenn ich schaffe, also ich gucke halt, ihr seht es ja, ich bin dann da. Versuche da zu sein. Vielleicht schaffe ich es auch mal wieder abends irgendwie. Wenn meine Frau mal wieder eher ins Bett geht oder so. Mal gucken. Ich wünsche euch erstmal jetzt einen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag erstmal. Wir sehen uns wahrscheinlich beim Balduin gleich nochmal drüben. Da komme ich auch dazu, wenn sich das Arbeitspotenzial hier nicht zu viel gestaltet. Dann gucken wir mal. Ich wünsche euch erstmal was. Macht's gut. Balduin, ich werde noch ein bisschen was tippen. Und werde dir das dann irgendwie, denke ich, Ende der Woche schon mal schicken, dass du es hast. Ich will zumindest in einen Dialog, der, an dem ich am Schreiben bin, noch drin haben, dass, wenn du es vorliest. Ansonsten ist das so. Steht das Ganze so im leeren Raum und das mag ich nicht. Ich habe zwar nichts gegen offene Enden, aber das wäre mir zu offen, das Ganze. Das wäre einfach nur offen und nicht mal ein Ende. Also von daher kriegst du dann mal was von mir. Da bin ich gespannt, was du damit machst. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag, wie gesagt, und wir hören und sehen uns. Macht's gut. Tschüss.